Als Bismarck die Kurden rettete. Prolog. Nein, es geht nicht darum, dass ein deutsches Kaiserreich ausgerufen wird oder festzustellen, dass die Monarchie doch das bessere Staatsmodell ist. Ganz im Gegenteil, es ist einfach ein bisschen Historical Fiction. Daher geht es auch dem guten Fürst Otto von Bismarck mit seinen 204 Lenzen auch ausgesprochen gut. Beste Gesundheit, der Mann. Kleines Bonmot am Rande. Nationalhymne ist übrigens weder die erste noch die dritte Strophe. Es ist so vor rund einem Monat. Eigentlich hatte Bismarck noch erklärt, dass die Levante nicht den Knochen eines einzigen pommerschen Soldaten wert ist. Dennoch, Germans on the front. Und da man Deutschland ja ohnehin in der Wüste von Ninive verteidigt, schadet es auch nicht, einen Luftwaffenstützpunkt dort einzurichten. Ein paar Raketenwerfer, Panzer und was man halt eben so dort braucht zu stationieren. Dann passiert es. Die USA erklären, dass sie sich zurückziehen werden und Erdogan meint, dass er eine Pufferzone im kurdischen Gebiet einrichten möchte und dort irgendwelche fremden Leute ansiedeln will. Bismarck ist nicht begeistert. Er lobt hingegen die Leistung der Kurden und dass man weiterhin gemeinsam mit deren Einheiten jegliche Angriffe des IS zurückschlagen werde. Liebe des Vaterlands, Liebe des freien Manns, gründen den Herrschaftsbund wie fest im Meer. Erdogan ist not amused und schickt gleich einmal 1000 Flüchtlinge direkt nach Deutschland. Tja, aber das ist für Deutschland überhaupt gar kein Problem, diese unterzubringen. 2000 türkische Gastarbeiter treten die Heimreise an. Erdogan ist noch weniger amused. Wenige Tage später greifen die Einheiten des Islamischen Staates an. Und sie sind überraschend gut ausgerüstet. Da rücken Panzer vor und es gibt sogar Luftunterstützung. Dennoch gelingt es in einem kurzen, heftigen Gefecht, den Feind einzukesseln, der schließlich kapitulieren muss. Dabei, zu aller Überraschung, wird auf einmal festgestellt, dass die IS-Kämpfer alle in türkischen Uniformen herumlaufen. Diese werden ihnen natürlich abgenommen. Wir alle stehen an.
Mann, mutig für einen Mann, kämpfen und muten, ja, für Thron und Reich. Die eigentlichen blutigen Schlachten finden dann aber in Berlin und in einigen Städten des Ruhrgebiets statt. Der Polizei gelingt es erst mit Unterstützung des Militärs, diese niederzuschlagen. Bedauerlicherweise muss wegen Beteiligung an diesem Aufruhr fast einer halben Million Türken die Aufenthaltserlaubnis entzogen werden. Der Europarat ist sauer. Deutschland steht nun unter Terroralarm. Überall werden Anschläge befürchtet. An den Grenzen wird scharf kontrolliert. Keine billige Maßnahme. Dafür müssen von den Autofahrern nicht unerhebliche Gebühren verlangt werden. Jetzt ist der Europarat richtig sauer. Einziger Lichtblick, das Benzin ist billig. Ein kurdisch-deutsches Joint Venture in Posidium vermarktet Erdöl nicht nur aus der Ninive-Ebene, sondern ebenso aus dem Iran. Letztlich kann auch mit dem Europarat eine Einigung erzielt werden. Deutschland verzichtet auf die Grenzübertrittsgebühren. Dafür dürfen deutsche Autofahrer alle Autobahnen Europas kostenfrei benutzen. Freie Fahrt für freie Reichsbürger. 10% der Einnahmen aus den kurdischen Ölgeschäften werden für Entwicklungshilfe verwendet. Das Geld wird vom Europarat verwaltet. Kein Cent kommt in Afrika an. Der Europarat ist wieder glücklich. Sei Kaiser,